ihr Lieben. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Sandys Happy Place. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. In diesem Video zeige ich euch drei schnelle Deko-Ideen für den Advent oder als Weihnachtsdekoration für den Tisch oder auch für den Eingangsbereich, für den Flur. Bleibt also dran. Bis gleich. Hier würde ich euch mal meine Dekoteile zeigen, die silberfarbenen Walnüsse, diese silberfarbenen Bärengirlande, eine Kette noch mit Sternen dran, auch in Silberfarben, meine Zapfen, die kennt ihr auch schon aus anderen Videos, hier eine LED-Kerze, mein Hirsch und natürlich mein wunderschöner Rattankorb, den habe ich schon etwas vorbereitet mit Tannenzweigen. Unten drunter habe ich noch ein paar Wacholderzweige dazugelegt. Dazu etwas Moos, und zwar damit die Kerze etwas höher kommt, habe ich das schon einfach so arrangiert. Jetzt würde ich euch mal zeigen, wie ich diesen Korb weiter dekoriere. Das hier in diesem Video drei Deko-Ideen, und zwar auch unterschiedlicher Art, also rustikal. Dann nachher auf diesem Spiegeltablett in Goldfarben. Das sieht dann alles etwas edler aus. Und ich möchte euch einfach die Möglichkeiten zeigen, wie man doch unterschiedlich den Advent gestalten kann. Und ich hoffe natürlich auch, dass daher für jeden was dabei ist. So, dann würde ich mal anfangen mit dieser großen Dekokugel. Die setze ich da natürlich, die ist ja, soll ja schon so in Szene gesetzt sein, schon aufgrund der Größe. Dann würde ich mal mit diesen Zapfen weitermachen. Die verteile ich natürlich auch ganz geschickt im Korb. So, dann würde ich diese LED-Kerze dazusetzen. Wie schon erwähnt, ich habe das Moos hier reingelegt, damit die Kerze etwas höher kommt. Natürlich kann man auch eine Kerze immer erhöhen, indem man noch ein Glas drunter legt. Weiter würde ich jetzt machen mit diesem Hirsch. Und zwar soll der natürlich auch schön wirken. Das heißt, ich schiebe den jetzt damit dazu, dass er auch hält. So, dann Zapfen lege ich noch rein. Dann kommt außenrum diese Bärenkette, die kennt ihr ja auch schon aus den anderen Videos. Vielleicht habt ihr ja mal Lust, dieses Video mit dieser Laternendekoration anzuschauen. Die kam bei euch ganz gut an, hat euch ganz gut gefallen. Dann dachte ich mir, ich setze diese Bärengirlande nochmals zu diesem Korb, weil ist ja alles so ein bisschen in Silber und in Weiß. Dann geht es weiter mit meinen Walnüssen, mit den silberfarbenen Walnüssen. Ich habe euch ja erzählt, die habe ich von einem tollen Möbelhaus im Allgäu. Die setze ich jetzt auch noch dazu. Dann habe ich hier noch so ein paar einzelnen Bärenzweige. Die würde ich auch noch mit reinlegen. Und dann natürlich diese silberfarbene Sternenkette. Die kriegt ihr eigentlich auch ganz günstig in Bastelgeschäfte. Und die würde ich einfach noch etwas hier rumdrapieren. Ja, und so schnell könnt ihr eigentlich einen wunderschönen Weihnachtskorb gestalten. Ich zeige es euch jetzt gleich nochmal, wie ich den auf dem Tisch arrangiert habe. Und dann geht es mit der nächsten Dekoration weiter. Eine Idee habe ich noch, und zwar dieses Band in Weiß, auch mit Sternen drauf. Die würde ich jetzt noch mit dazu machen. Die könnt ihr natürlich, vielleicht ist sie etwas zu lange, aber die könntet ihr jetzt eigentlich ganz gut noch mit dazu binden und es einfach so auslaufen lassen. Aber ich zeige es euch jetzt gleich noch auf dem Tisch. Hier die LED-Kerze. Dann diese Zapfen, meine silberfarbenen Walnüsse. Hier außenrum diese silberfarbenen Bärenkette. Dann natürlich dieser Hirsch, diese tolle Weihnachtskugel. Dann hier diese Sternenkette und auch immer zwischendrin diese silberfarbene Bären. Diese Schleife, die ja nicht unbedingt sein muss. Ich habe es einfach dazu gesetzt. Ja, so habt ihr ja einen wunderschönen Adventskorb oder Weihnachtskorb. Den könnt ihr natürlich auch sehr gut an die Eingangstüre setzen oder raus in Flur. Ich finde, es ist auf jeden Fall eine nette Idee für euch. Ja, und die könnt ihr bestimmt sehr gut nachdekorieren.
So, wie versprochen, kommt jetzt die zweite Deko-Idee und zwar auf meinem Spiegeltablett arrangiert. Ich zeige es euch nochmal ganz kurz und natürlich wird es jetzt gleich dekoriert. Dann könnt ihr nochmal sehen, was da alles drauf liegt auf diesem Tablett. Habe ich jetzt belegt mit dieser gelben Zypresse. Und dann geht es weiter. Ich habe hier noch ein Fern in Gold, ein künstliches Fern. Das würde ich jetzt einfach so mit dazu setzen. Einfach auch wieder, dass es etwas ausladend ist. Dann habe ich hier ein tolles Windlicht. Und da setze ich jetzt dieses Engelshaar rein, aber würde jetzt noch LED-Lichter mit reinbinden oder reinsetzen. Also oder so reinwickeln sozusagen. Und dann leuchtet es goldfarben, nämlich nachts sehr schön auf dem Tisch. Das stellen wir jetzt so, da machen wir ein bisschen Platz und stellen das so in die Mitte. Dann weiter geht's mit diesem Kerzenständer. Den würde ich auch mit dazu stellen. Zeige es euch natürlich nachher nochmal von Weitem. Dann habe ich diesen schönen Zweig, auch in Goldfarben, weil es soll ja alles doch etwas Ton in Ton sein, nur mit diesem Grün abstechen. Dann habe ich mir noch diese Blüten gekauft, zwei Stück. Das zeige ich euch jetzt noch. Die würde ich da vorne platzieren, eine, und die andere kommt dann nach hinten. Und eine Goldkette, die würde ich auch ganz leicht drüber drapieren. Also ihr seht auch wieder, klar braucht man hier ein paar Dekoartikel, aber schaut einfach mal, was ihr habt. Es geht wirklich so einfach, was Schnelles, Schönes zu dekorieren. Vielleicht habt ihr ja auch einen Spiegel, den ihr dafür verwenden könnt. Ansonsten reicht auch ein ganz normales, rundes, ovales Tablett. Und so mit Kerzenständer dazu, wenn ihr das jetzt weglasst, also das würde fade aussehen, weil ich möchte immer, ich sage auch noch was Hohes als Deko-Element mit dabei haben, sonst wirkt das Ganze etwas flach. So, ich habe hier noch eine Weihnachtskugel, die auch so ein bisschen goldfarben, silberfarben glänzt. Ich würde die einfach jetzt so mit dazulegen und schon habt ihr ein wunderschönes Deko-Tablett für den Advent oder eben für die Weihnachtszeit. Natürlich zeige ich euch dieses Tablett jetzt auch wieder schön arrangiert. Dann wirkt das Ganze natürlich etwas besser als jetzt hier so auf der Nähe. Bloß möchte ich es euch halt auch immer zeigen, wie es so dekoriert aussieht und nicht nur von Weitem. Aber auf jeden Fall seht ihr es gleich noch schön arrangiert auf meinem Tisch. Dann zeige ich euch diese goldfarbene Deko-Idee nochmal. Mit dieser gelben Zypresse unten auf diesem Boden des Spiegeltabletts. Dann hier dieses goldfarbene Fern. Engelshaar mit LED-Lichter in der Mitte und dieses Windlicht. Diese schöne Glaskugel. Hier noch dieser Dekozweig in Gold. Und ein goldfarbener Kerzenhalter mit einer beigefarbenen Kerze. Und dieses Spiegeltablett habe ich auch auf meiner beigefarbenen Spitzentischdecke arrangiert. So, und jetzt habe ich die dritte Dekoration noch. Für diejenigen, die es eher gerne rustikaler mögen, habe ich natürlich auch eine Deko-Idee. Da habe ich im Garten Feuerdorn und dachte ich mir, das könnte man eigentlich ganz gut rustikal dekorieren. Und ich habe eine rustikale Holzschale und in dieser Holzschale habe ich diese Adventsdeko, Weihnachtsdeko arrangiert. Ich zeige es euch natürlich nochmal genau. Ich löse das Ganze jetzt gleich auf und dann könnt ihr nochmal schauen, was ich alles dafür benötigt habe. Heute habe ich schon mal diese ganzen drei Dekorationen für euch vorbereitet und nicht direkt jetzt dekoriert, aber ich möchte einfach auch etwas abwechseln in meinen Videos und ich würde es jetzt einfach mal zurückbauen und dann baue ich das Ganze nochmal zusammen, damit ihr auch seht, wie ich vorgegangen bin natürlich. Ich zeige es euch gleich nochmal, was ich alles dazu benötigt habe. Also auch hier wieder in dieser Dekoration etwas ausladend die Zweige platziert, weil es einfach schöner aussieht.
So, und das habe ich jetzt eigentlich, ihr kennt mich schon mittlerweile, dass ich immer so Kerzenständer etwas verbuddel. Ist eigentlich ganz geschickt, man muss es halt hinterher wieder sauber machen. Und zwar habe ich angefangen, diese Holzschale auszulegen, und zwar hier mit Folie. Da könnt ihr natürlich nehmen, was ihr zu Hause habt. Ich habe jetzt eine ganz normale Tüte genommen, die ich da ausgeschnitten habe und reingelegt habe. Dazu kommt jetzt Moos. Das habe ich auch vorher aus dem Garten geholt. Und in die Mitte nehme ich jetzt diesen Kerzenhalter und stelle den da rein. Der ist auch ja sehr geschickt eigentlich. Ich finde es auch schön mit dieser großen grünen Kerze. Farblich passt natürlich perfekt. Ja, und jetzt ganz einfach habe ich diese Zweige von diesem Feuerdorn dazu gesteckt. Ihr könnt natürlich klar auch wieder in Steckschaum reinstecken und dazu die Zweige, aber ich habe es jetzt einfach ohne gemacht und würde die Zweige jetzt, muss mal schauen, die würde ich jetzt hier nacheinander einfach da reinstecken. Halten ja auch ganz gut, wenn dieses Moos, das ist noch ziemlich feucht und gibt dann natürlich Halt. Könnt es natürlich auch besprühen oder etwas wässern. Ein bisschen Wasser könnt ihr ja reinmachen, ist ja eine Folie unten drin. Ihr könnt auch so ein bisschen Zweige noch oben drauf legen. Das könnt ihr selber gucken, aber ihr könnt sehen, wie schnell man doch so eine Schale dekorieren kann, wenn man dann die notwendigen Sachen zusammen hat. Und alles, was ihr jetzt in dem Video seht, das habe ich aus dem Garten geholt. Und von dem her musste ich da jetzt nichts an Zweigen kaufen. Das war jetzt ganz geschickt. So, und dann habe ich jetzt hier diese Weihnachtskugel noch bei mir gefunden. Die setze ich mit dazu. Diese kleinen Kügelchen, die kennt ihr vielleicht auch schon aus anderen Dekorationsideen von mir, aus anderen Videos. Dann habe ich diese Kugel noch, die setze ich noch dazu. Und auch aus einem anderen Video habe ich euch auch schon gezeigt, diese Zimtstangen, ich finde es eigentlich immer eine ganz nette Idee, die zu umwickeln, entweder mit Gold oder mit Silber. In dem Fall würde mir jetzt Silber besser dazu passen. Und die setze ich jetzt einfach nacheinander rein. Klar könnt ihr dann noch eine Lichterkette außenrum machen, aber ich habe es jetzt mal so gelassen. Und es ist vielleicht auch so ein Zwischending, sage ich jetzt mal, Herbst und Advent. Das könnt ihr eigentlich schon so, finde ich jetzt, von der Zeit her, Anfang November schön auf den Tisch stellen. Das ist ja noch nicht zu adventlich, einfach ist so zwischen Herbst und Adventsdeko, würde ich mal sagen. So, dann zeige ich euch mal diese rustikale Adventsdeko oder Weihnachtsdeko nochmal arrangiert auf meiner Tischdecke. Da zeige ich es euch nochmal mit diesen Zimtstangen. Und da könnt ihr dann auch nochmal diese Feuerdornzweige anschauen. Dann hier noch diese Weihnachtskugeln und diese schöne Stabkerze. Ja, und jetzt zeige ich euch diese drei Deko-Ideen nochmals zusammengestellt hier nacheinander. Und ja, für diejenigen, die mich noch nicht kennen, ihr findet mich auch auf Instagram, Facebook, TikTok und Pinterest. Und auch habe ich euch Deko-Artikel in meiner Beschreibung verlinkt. Natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ihr mir ein Abo dalassen würdet. So verpasst ihr natürlich keines meiner Deko-Ideen mehr. Und die nächsten Deko-Ideen werden auf jeden Fall demnächst eingestellt. Verabschiede ich mich mal von euch wieder und wäre natürlich schön, wenn ihr mir in den Kommentaren hinterlassen würdet, welche dieser drei Deko-Ideen euch am besten gefallen hat. Gern starte ich auch eine Umfrage, weil ich gerne wissen möchte, welche Deko-Idee so am besten angekommen ist. Und dann sage ich mal Tschüss und hoffentlich bis bald auf meinem YouTube-Kanal Sandys Happy Place.